Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich hoffe, ihr seid wohl auf und habt euch irgendwie zu Hause bequem gemacht, damit wir jetzt gemeinsam einen genialen Gottesdienst erleben können. Mein Name ist Tabea Eckstein und ich werde Sie durch diesen Online-Gottesdienst begleiten. Ihr habt es bestimmt schon 100.000 Mal gehört. Wir befinden uns in einer besonderen Zeit. Ja, besonders deshalb, weil zumindest in meinen jungen Jahren noch nie jemand gesagt hat, dass ich nicht mehr in den Jugendbund gehen darf, dass ich mit meinem Pferd nicht mehr in die Reithalle gehen darf und aktuell darf zumindest ich auch nicht arbeiten gehen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns ganz bewusst machen, dass Gott gegenwärtig ist, dass er anwesend ist in unserem Hier und Jetzt. Und dafür habe ich symbolisch vorhin schon die Kerze angezündet. Gott ist da. In den Losungen habe ich für den heutigen Tag einen wunderschönen Psalmvers gefunden, und zwar Psalm 142, Vers 4. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Wenn das kein Zuspruch und Trost sein kann, egal was die nächste Zeit auch bringt, Gott weiß Bescheid und erkennt unseren Weg. Lasst uns vertrauen. Einfacher gesagt als getan. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns jetzt einfach gemeinsam das erste Lied singen. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem komisch ist, zu Hause auf dem Sofa oder wo auch immer ihr gerade euch sitzt und zuschaut, vielleicht sogar in der bequemen Jogginghose, dass es echt befremdlich sein kann, jetzt einfach laut loszusingen. Aber ich bin überzeugt davon, dass uns das gemeinsame Singen auch über die Distanz verbindet, zu einer Gemeinde macht. Also scheut euch nicht, aus vollem Herzen und lauthals mitzusingen. Seid dabei. Das erste Lied wird sein, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Der Text wird wie letzte Woche auch unter eingeblendet, sodass ihr gar nicht nach einem Liedbuch suchen müsst, sondern direkt mitsingen könnt. Nach dem Lied präsentiert uns der Gemeinschaftsleiter Armin Schmalzhaf einen kurzen Infoblog. Begegnet und dich die Gott.
Ich möchte euch herzlich grüßen heute, alle, die ihr unseren Gottesdienst verfolgt und mit uns zusammen Gottesdienst feiern. Drei Infos sind uns wichtig, euch weiterzugeben, die wir euch einfach mitteilen möchten. Unser Andachtstelefon, das haben wir geschaltet. Jeden Freitag kommt eine neue Andacht. Auf unserem Andachtstelefon wird neu aufgespult. Das ist ein Anrufbeantworter. Hier möchten wir Menschen erreichen, die nicht im Internet tätig sind oder nichts Internet haben. Gebt es einfach weiter und macht möglich, dass diese Menschen auch unter Wort Gottes kommen. Das ist ein Anrufbeantworter, wo dort geschaltet ist. Wenn da belegt ist, dann hört gerade jemand die Andacht ab. Nutzt es einfach und ruft später dann nochmal an. Als zweites möchte ich euch einfach weitergeben, dass ihr doch auf unserer Homepage euch die verschiedenen Angebote anschaut für alle Altersgruppen, dass jeder die Möglichkeit hat, auch in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen können, Wort Gottes zu hören und einfach für sein Alter entsprechende Veranstaltung findet. Die dritte Sache ist, dass wir von den Medien mitbekommen haben, dass die Tafeln momentan einfach zu wenig versorgt sind, dass es auch speziell die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft trifft, die jetzt wieder sehr benachteiligt sind bei dieser Sache. Und daher sind wir gegangen und uns erkundigt, wie es denn die Tafel um uns herum geht. Die Tafel in Brackenheim und Güglingen ist jetzt im Moment geschlossen, da die Menschen, die sie betrieben haben, im Moment in der Risikogruppe sind. In der Heilbronner Tafel wurde uns berichtet, dass sie dringend Hygieneartikel und Trockenlebensmittel hauptsächlich brauchen, sprich Klopapier und Zahnpasta und Reisnudeln und so weiter. Eine genaue Liste von dessen, was wir brauchen können oder was die Tafel brauchen kann, wird in unserer Homepage ersichtlich sein. Wir haben uns entschlossen, dass wir sammeln für die Tafel und es soll folgendermaßen funktionieren. Wir haben am 29. und 30.03. werden wir die gerechte Garage hinterm F4 aufhalten und einen Tisch dort hinstellen und damit einfach jeder, der was hat, dort ablagern kann. Wir werden regelmäßig die Materialien ins F4 reinschaffen, dass hier nichts verloren geht. Jetzt wünsche ich euch einen gesegneten Gottesdienst, ein gutes weiteres Verlauf und eine gute Woche. Ich möchte euch bitten, wenn ihr Fragen, Nöte oder Sorge habt oder eine gute Idee, die wir vielleicht noch umsetzen sollten, um noch mehr präsent zu sein, dann meldet euch einfach bei Marc oder bei mir. Unsere Rufnummern werden eingeblendet und wir freuen uns über euren Anruf. Bevor unser Gemeinschaftspastor Marc Bühner jetzt gleich uns die Predigt halten wird, möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, vielen Dank für die technische Möglichkeit, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vielen Dank für die vielen Ärzte, die wir in Deutschland haben dürfen, für medizinisches Fachpersonal, dass wir im weltweiten Vergleich da einfach so gesegnet sind. Ich bitte dich gleichzeitig für diese Personen, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du sie ja, vorbereitest für das, was jetzt kommen wird, dass du bist auch da gegenwärtig, du bist in einem Krankenhäuser. Segne du dieses Personal, diese Ärzte, diese helfenden Hände. Bewahr du sie aber auch gleichzeitig, dass sie einfach dienen können. Dass sie nicht schlimm krank werden, darum möchte ich dich bitten. Und dass sie ja, deine Kraft der Heilung erhalten, dass du durch sie Menschen einfach gesund machen kannst. Ich bitte dich um Vertrauen für uns. Ich bitte dich, dass wir auch in dieser Situation, in allem, was um uns herum gerade passiert, dass wir dir einfach vertrauen können, dass wir alles bei dir ablegen, dass wir das schaffen. Vater im Himmel, begegne du uns einfach immer wieder, dass wir ja, mit dir lebendige Beziehungen leben können. Vater im Himmel, ich möchte danke für materielle Versorgung, dass wir ja, täglich zu essen haben, auch wenn das Klopapier knapp ist in der Läden, dass du einfach ja, auch uns hier versorgst, dass wir wirklich sowas, ja, nicht essentiell ist wie Klopapier, dass es darum geht gerade und nicht, dass es darum geht, okay, wer kriegt überhaupt noch eine Suppe um den Tisch. Dafür möchte ich dir wirklich danken. Vor allem Himmel, danke für Demokratie in unserem Land. Danke für Menschen, die für uns Verantwortung übernehmen, die für uns ja, Regierung bilden, die für uns ja, die Geschicke lenken. Vor allem Himmel, ich möchte hier ganz, ganz, ganz arg darum bitten, dass diese Menschen ihre Macht nicht missbrauchen. Dass diese Menschen nach deinem Wille fragen, dass du sie führst und leidest.
dass du sie lenkst. Vater im Himmel, ich möchte dir hier alle Entscheidungen, die nächste Woche kommen, in deine Hand legen. Ich möchte einfach alles in die Hand geben, ich möchte abgeben und wir möchten dir vertrauen, Vater. Du bist groß und du hast alles in der Hand. Danke, dass der Marc jetzt eine Predigt für uns vorbereitet hat. Sprich du einfach zu uns und sei du gegenwärtig. Amen. Bevor der Marc jetzt auf die Bühne kommt, möchten wir nochmal gemeinsam ein Lied singen, und zwar das Lied Herr, wohin sonst? Wohin sonst? Was für ein wunderschönes Lied. Letzte Woche stand ich hier und ich habe in meiner Einleitung noch von einem leicht besorgten Mann erzählt. Der hat schon seit einigen Tagen versucht, alle möglichen Läden hat er abgeklappert. Er hat versucht, Klopapier zu kriegen und es gab einfach nirgendwo auch nur eine einzige Rolle zu kaufen. Alle Auslagen waren leer und so langsam ist ihm das dann doch auch schwer gefallen. Genau dieser Mann ruft mich jetzt letzten Montag an und er sagt so mit Lachen in der Stimme: Marc, der Rabe hat geliefert. Ich habe doch tatsächlich Klopapier gefunden, war er ganz begeistert. Und dann sagt er: Marc, du hattest recht mit deiner Predigt, Gott versorgt. Das war nur so eine kleine Rückmeldung, die kam, aber ich fand es wunderschön, weil das so wunderbar zusammenfasst, worum es letzte Woche in der Predigt ging. Genau das. Gott versorgt, vertrau ihm. Für alle, die nicht dabei waren, heute geht es nämlich weiter, Fortsetzung und so. Wir hatten es vom Propheten Elia. Elia, das ist ein Mann, der hat wirklich gelebt im 9. Jahrhundert vor Christus in Israel, also schon echt lange her. Und damals, das war so ähnlich wie bei uns heute, da gab es auch eine große Krise, sogar auch länderübergreifend.
Und zwar hat es in der ganzen Region da unten 3,5 Jahre lang nicht mehr geregnet. Das muss richtig krass gewesen sein. Nicht mehr regnen. Aber anders als bei Corona heute, kann man damals ganz genau sagen, warum ist es eigentlich zu dieser Situation gekommen? Die Bibel sagt es nämlich. Da steht, Gott wollte die Menschen wachrütteln. Gott wollte, dass die Leute in Israel endlich begreifen, dass ein Leben ohne ihn, und zwar immer, zum Scheitern verurteilt ist. Das war eine Zeit, vielleicht ähnlich wie heute, da haben die Menschen sich gedacht, wozu brauche ich Gott? Vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Die waren schon auch religiös, könnte man sagen, oder so spirituell unterwegs. Die haben sich alle möglichen Götter ausgedacht, so Statuen und Glückssteine und was auch immer. Und da haben sie gedacht, die bringen uns Glück im Leben. Aber von Gott, von dem wussten sie schon irgendwie viel, aber sie wollten nichts von ihm wissen. Weil denen damals schon klar war, Gott, das ist was anderes wie irgend so ein Glückspfennig oder so. Wenn es den wirklich gibt und der was mit meinem Leben zu tun hat, dann muss ich vielleicht hier und da was ändern. Und das war ihnen dann doch nicht so recht, da waren ihnen ihre anderen Dinge einfach wichtiger. Ähnlich höre ich das auch heute noch manchmal von Menschen. Menschen, die sagen, ja, weißt du, Marc, ich glaube schon, es könnte sein, da gibt es irgendwas Höheres hier auf der Welt, zwischen Himmel und Erde, wir wissen ja nicht alles. Vielleicht gibt es sogar einen Gott. Viele Menschen denken, es könnte einen Gott geben, aber wenn es einen gibt, dann ist der irgendwo da oben und der hat ja mit mir nichts zu tun. Also muss ich mich auch nicht nach ihm richten. So haben auch die Leute damals sich nicht um Gott gekümmert. Warum auch? Es geht uns doch auch ohne Gott soweit ganz gut. Und genau deshalb schickt Gott diese Krisenzeit, 3,5 Jahre Trockenheit, damit die Menschen ins Nachdenken kommen. Und er kündigt ihnen diese ganze Zeit sogar an durch seinen Propheten Elia, der Mann Gottes, der geht mutig zum König und geigt ihm so richtig die Meinung, König, du bist schuld. Das scheint bei dem König nicht so richtig gewirkt zu haben. Das Ergebnis von diesem Gespräch ist, der König sagt, aber Elia, jetzt lasse ich dich verhaften. Und zum Glück ist der Elia nicht auf sich allein gestellt, sondern er hat Gott an seiner Seite und Gott selber kümmert sich um ihn. Gott schickt ihn da so in die Berge, an den Bach Krit heißt es da, und da versteckt er ihn und er versorgt ihn. Wunderbare Geschichte, wer es nicht letzte Woche dabei war, lest es unbedingt nach. Er versorgt ihn durch Raben, die ihm Brot und Fleisch bringen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Wer mitlesen will, und das würde ich euch echt empfehlen, schlagt doch eure Bibel auf oder die Handy-App oder was auch immer und lest mit, dann fällt es euch viel leichter, der Handlung gleich zu folgen. Steckt da ganz schön viel drin. Die ganze Geschichte vom Elia findet sich im ersten Buch der Könige, das ist im Alten Testament, in der ersten Hälfte von der Bibel und es geht los in Kapitel 17. Schlagt's auf, es lohnt sich. Letzte Woche, da haben wir die ersten 6 Verse behandelt und jetzt geht's weiter mit Vers 7, den lese ich mal vor. Und es geschah nach einiger Zeit, Elia sitzt immer noch an diesem Bach Krit, dass der Bach vertrocknete, denn es gab ja keinen Regen im Land. Klar, wenn es nicht regnet, dann wird so ein Bach, der halt von Regenwasser in den Bergen gespeist wird, irgendwann mal austrocknen. Versucht euch mal mit mir in diesen Elia hineinzuversetzen. Der war jetzt bestimmt total begeistert. Ne? Da sitzt er da monatelang, vielleicht sogar jahrelang. Gott hat versprochen, ihn zu versorgen und bis jetzt lief das ganz gut. Und jetzt auf einmal darf er Tag für Tag mit anschauen, wie seine Wasserversorgung immer mehr zusammenbricht. Was am Anfang noch ein schöner, klarer Bach, gutes Trinkwasser war, geht immer mehr ein. Und am Schluss sind es nur noch so Pfützen, wahrscheinlich immer schlammiger, dreckig. Letzte Woche haben wir gesagt, vertrau Gott jeden Tag neu, so macht es der Elia. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wie schwer kann uns das werden, wenn die Perspektive nach vorne fehlt? Wenn wir nicht mehr sehen, wie soll es denn weitergehen? Weiß nicht, wie es dir da so geht jetzt mit Corona. Ich weiß von manchen, da steht der Arbeitsplatz jetzt auf der Kippe. Ich weiß von anderen, das sind selbstständige Unternehmer und die merken, hey, uns fallen die Aufträge weg. Oder freischaffende Künstler, die überhaupt nicht mehr wissen, wie sollen sie das denn überleben? Keine Einnahmen. Ich höre zurzeit von einigen Leuten, die nicht so richtig wissen, wie soll es denn weitergehen? Wie sieht die Perspektive für morgen aus? Auch der Elia hier in den Bergen weiß nur, also hier kann ich nicht bleiben. Wenn ich noch länger hier sitze, wo Gott gesagt hat, hier soll ich hingehen, danke auch dafür, dann werde ich hier sterben. Die paar Pfützen, das wird immer weniger, bald wird es nicht mehr gehen. Das sind seine Prognosen für die Zukunft, seine Aussichten, realistisch
und düster. Gott wollte ihn hier haben. Hättest du an Elias Stelle nicht irgendwann gedacht, Gott, ich habe das jetzt lange mitgemacht, ich habe dir gehorcht und jetzt bin ich hier in dieser Miserie, danke auch. Jetzt langt's mal. Bevor ich hier draufgehe in den Bergen, bloß weil du nicht zu Potte kommst, ab jetzt nehme ich mein Leben lieber wieder selbst in die Hand. Entscheid selber, was ich machen will. Wäre so eine Reaktion nicht vollkommen nachvollziehbar gewesen. Und was tut Elia? Elia bleibt ruhig. Elia vertraut auch weiter darauf, dass Gott gut ist und dass der seine Versprechen, die er ihm gegeben hat, auch wahr machen wird. Gott hat ihm versprochen, ich werde dich versorgen. Und das gilt. Tatsächlich, gerade als das Wasser im Bach so komplett vertrocknet ist, quasi in der letzten Minute, spricht Gott wieder zu Elia. Könnt ihr mitlesen ab Vers 8. Da sagte der Herr zu Elia, mach dich auf und geh nach Phönizien, in die Stadt Zarpat und bleib dort. Siehe, ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Das gleiche wie gerade eben. Versetzen wir uns in den Elia rein, was könnte der jetzt wohl denken? Schön, Gott redet endlich wieder mit mir. Aber was der da von ihm will? Wie wäre es mit folgenden Gedanken? Gott, bist jetzt völlig durchgeknallt. Ich bin doch nicht lebensmüde. Zarpat, ich weiß schon, wo das liegt. Phönizien, ja, ja. Das ist deine tolle Idee, mich da hinzuschicken, ins heidnische Ausland, wo die Leute mich als Gottgläubigen sowieso nicht haben wollen. Ist dir klar, dass um da hinzukommen, ich über 100 Kilometer unterwegs sein muss, durch ganz Israel, da wo sie mich suchen? Hast du vergessen, dass der König, König Ahab, stinksauer auf mich ist und dass der mich sucht, dass der nach mir fahndet? Seine Spione sind überall. Gott, ich weiß ja nicht, ob du das wusstest oder nicht, ich kann es dir gerne sagen. Der Ahab, der König, der hat eine Frau, die heißt Isebel. Und diese Frau, die Isebel, das ist die Prinzessin von Phönizien. Der König da, das ist der Vater. Der liefert mich sofort aus, schon allein damit er seinem geliebten Schwiegersohn Ahab einen Gefallen tun kann. Gott, also es gibt ja wirklich viele Plätze auf der Erde, wo du mich hinschicken kannst. Aber Phönizien ist ja wirklich das Dümmste, was ich je gehört habe. Da wäre ich schön doof. Fallen dir, du großer, allmächtiger Gott, denn keine Alternativen ein, die irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung auf Erfolg haben. So etwa hätte Elia sich bei Gott beschweren können, weil das, was Gott da von ihm fordert, ist glatter Selbstmord. Klar, ihm ist schon klar, hier in den Bergen, da kann er jetzt auch nicht bleiben, aber ausgerechnet Zarpat, niemand mit nur einem Funken Verstand in der Birne, hält es doch für eine gute Idee, sich unter solchen Umständen gerade da zu verstecken und dadurch noch durchs ganze Land tingeln zu müssen. Was macht Elia? Es ist wieder das Gleiche. Lest diese Geschichte immer und immer und immer wieder. Elia vertraut auf Gott. Ich bitte euch, überlegt mal selber, was würdet ihr sagen, woran merkt man das? Ich sage jetzt hier, Elia vertraut Gott. Woran sieht man das? Woran merkt man, dass Elia Gott vertraut? Was würdet ihr sagen? Jetzt bin ich es gewohnt, dass eigentlich so eine Rückmeldung an mich kommt. Hier, leere Kamera, leerer Raum. Bisschen ungewohnt. Ich hoffe, die Antwort liegt trotzdem auf der Hand. Man merkt, dass Elia Gott vertraut, weil Elia Gott gehorcht. Weil er das tut, was Gott ihm aufträgt. Ohne Widerrede, ohne Diskussion. Gott sagt was und Elia zieht los. Vom Vertrauen reden, so wie letzte Woche. Das kann eigentlich jeder. Vielleicht hast du es dir fest vorgenommen. Hey, ich habe die letzte Predigt gehört, das hat mich angesprochen. Stimmt, egal wie schlimm diese Corona-Krise noch wird, ab jetzt, ich will Gott vertrauen. Ich will Gott vertrauen. Jetzt frage ich weiter. Bist du auch bereit, dein Vertrauen konkret werden zu lassen, deinem Vertrauen Taten folgen zu lassen? Elia, der zögert nicht, wenn Gott ihm den Auftrag erteilt. Auch jetzt nicht, Elia zieht los nach Phönizien, durchs ganze Land. Keine Ahnung, wie das abgegangen ist, ob er immer nur nachts gelaufen ist oder was, wie er sich verstecken musste und ducken musste oder aber Angst hatte. Mindestens 5 Tage wird er unterwegs gewesen sein, wenn nicht deutlich länger. Anstrengend, schweißtreibend. Man darf sich das klar machen, Elia gehorcht Gott, obwohl Gottes Auftrag für ihn unangenehm ist.
obwohl ihn das richtig viel Mühe kostet, obwohl das riskant ist und, wenn man ehrlich ist, auch gegen alle Logik geht. Ja, ich vertraue Gott, aber wenn der was von mir will, was irgendwie nicht so schlau zu sein scheint, tue ich es dann? Daran zeigt sich echtes Gottvertrauen. Ich habe mich gefragt, gilt es nicht auch für uns heute noch? Wo wir gerade sind, Wohnzimmer, Bett, keine Ahnung. Fordert Gott denn nicht auch heute von uns, dass wir ihm wie Elia vertrauensvoll gehorchen? Dass wir nach bestem Gewissen das tun, was er uns aufträgt? Und keine Angst, ich meine damit jetzt gar nicht, dass wir wie der Elia irgendwelche besonders großen, gigantischen Aufträge kriegen. Wir sind nicht Elia. Wir sind auch nicht die großen Propheten, die Gott beruft. Elia ist ja auch nur einer von vielen Menschen, die es damals gab. Ich für meinen Teil muss sagen, wahrscheinlich ist es gut, dass ich nicht Elia bin, weil ich weiß gar nicht, ob ich mit diesem Druck klarkommen würde. Vielleicht zum Glück weiß Gott, dass ich dafür der Falsche bin, ein Prophet Gottes zu sein. Aber auch für dich und für mich, für uns Normalo-Menschen, steht doch in der Bibel einiges drin, wo Gott uns ziemlich klar Aufträge gibt. Wo er uns ziemlich klar sagt, wie sollen wir uns denn eigentlich verhalten, wenn wir ihm vertrauen. Und manches davon, das ignorieren wir jeden Tag gekonnt. Ah, man lebt so sein Leben weiter. Weil irgendwie passt es uns halt nicht so richtig in den Kram, in unsere Lebensphilosophie. Das scheint irgendwie dumm zu sein. Ich mache mal ein Beispiel, finde ich ganz spannend. Philipper 2, Vers 4. Da steht, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt stets das Wohl des anderen im Sinn. Ah ja. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt stets das Wohl des anderen im Sinn. Könnt ihr euch das vorstellen? Was heißt denn das für mich? Überlegt doch mal selber, ist das vielleicht was, wo ich schön rede, aber nicht schön tue? Wo ich überhaupt nicht das umsetze, was Gott von mir möchte? Wo Gott vielleicht möchte, ja, gehorch mir halt mal, wenn du mir vertraust. Ohne Scheiß, wenn wir das ehrlich durchdenken, was heißt das für uns? Wenn wir das ehrlich umsetzen wollen, dann sollten wir doch als Christen ab jetzt mal schleunigst uns darum kümmern, dass es zum Beispiel meinem Nachbarn ab jetzt gut geht. Weil das ist ja der andere, dessen Wohl mir wichtig ist. Dann sollte ich ab jetzt, also Hamsterkäufe, das ist ja nur Quatsch, kann ich gerade lassen. Weil was heißt Hamsterkauf? Ich habe was und der andere hat es nicht. Da habe ich den Vorteil, nicht der. Wenn ich die letzte Packung Nudel ergatter, hat das doch nur zur Folge, jemand anders kriegt sie nicht. Versteht ihr? Das zieht ganz schön Kreise. Wie sehr denke ich an mich und wie sehr nehme ich das ernst, dass Gott sagt, ich versorge dich, vertrau mir, also musst du nicht egoistisch diesen hier machen. Ich glaube, wir selber kommen noch auf viel mehr Alltagsbeispiele, wo das uns deutlich schwerfällt, das Wohl des anderen mehr im Blick zu haben als unseren eigenen Vorteil. Und das ist ja nur ein Fall von vielen, wo Gott uns ziemlich deutlich sagt, was er von uns erwartet. In der Bibel steht noch viel mehr. Wer weiß, ob diese ganze Corona-Pandemie nicht auch für uns alle dazu dienen kann, dass wir wachgerüttelt werden. Der eine, vielleicht, weil er sich so wie die Menschen damals eigentlich nicht wirklich um Gott kümmert. Ja, vielleicht gibt es Gott, vielleicht auch nicht. Was hat er schon mit mir zu tun? Und weil er jetzt durch diese Krise auf einmal merkt, hey, wovon hat mein Leben eigentlich Bestand? Worum geht es in meinem Leben eigentlich? Vielleicht gibt es Gott wirklich. Vielleicht sollte ich da ja mal mehr drüber nachdenken. Dem vertrauen, mit dem leben. Der andere, vielleicht weil er merkt, ja, als Christ redet man schön viel und es klingt ganz toll, aber man handelt halt oft nicht so. Zeigt sich nicht genau an unserem Handeln, wie sehr wir Gott wirklich vertrauen? Also ich habe mir das vorgenommen, ich wünsche mir das von Herzen, dass diese Krise mir neu deutlich macht, was zählt denn wirklich im Leben und was nicht. Vielleicht bei euch auch. Wer die Geschichte vom Elia weiterliest, und das will ich euch echt empfehlen, der wird feststellen, Elia hat alles richtig gemacht. So tragisch manche Situation auch ist, im Ende hat er alles richtig gemacht. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich auch für Elia, dass er Gottes Anweisungen befolgt. Ich spoiler mal ein bisschen. Elia kommt unbehelligt in Zarephat an, keiner erwischt ihn. Er findet auch sofort diese Witwe direkt an der Stadtmauer draußen, die läuft da gerade rum, sammelt Holz, diese Witwe, von der Gott ihm erzählt hat. Aber anders als er sich das vorgestellt hat, ist diese Witwe nicht irgendwie wohlhabend genug, ihn da durchzuversorgen,
sondern die ist bettelarm und kurz vorm Verhungern. Die sagt, ich sammle jetzt noch ein bisschen Holz und dann sterbe ich hier mit der letzten Mahlzeit. Hätte Elia sich Gott widersetzt und gesagt, Gott, du spinnst, dann wäre diese arme Frau und ihr Sohn, den hat sie auch noch, an Unterernährung gestorben. Aber weil Elia Gott vertraut und weil er ihm gehorcht und sich darauf einlässt, kann Gott das nächste Wunder tun. Gott gebraucht den Elia dafür, dass diese Frau und ihr Sohn die Hungersnot überleben. Total spannend, das bisschen Mehl, was die hat, die paar Tropfen Öl, die noch im Krug sind bei der Witwe daheim, die werden nicht leer. Jeden Morgen neu packt die hier auf und backt ihr Brot und danach ist immer noch was drin. Und immer noch und immer noch. Und so geht es Monate und Jahre lang. Gott ist unglaublich kreativ, wenn es darum geht, die zu versorgen, die an ihn glauben. Ist es nicht unheimlich mutmachend? Ich komme zum Schluss. Viele von euch, die haben doch gerade eigentlich ganz viel Zeit. Also manche nicht, ich weiß, aber viele schon. Nutzt doch mal diese Zeit, um euch ganz bewusst zu fragen, was ist wirklich wichtig? Wer ist Gott für mich? Rede ich von dem oder ist er Teil von meinem Leben? Denke ich überhaupt über den nach? Glaube ich, dass der was mit mir zu tun hat? Hey, ich sag dir, es lohnt sich, Gott in mein Leben mit einzubeziehen. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen und das zu tun, was er uns aufträgt, weil es richtig ist. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, ach weißt du, ich lebe schon lange mit Gott. Jesus, ist klar, ich bin schon lange Christ. Was würde wohl passieren, wenn du beginnst, diesem Gott ab jetzt vorbehaltlos zu vertrauen? Und das so echt, dass du auch sagst, Gott, ich gehorche dir. Ich versuche im Vertrauen mal so zu leben, wie du es möchtest. Wie sehr könnte Gott dich gerade in dieser Krise dazu gebrauchen, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm gehorchst, dass zum Beispiel andere Menschen was von ihm mitkriegen? Vielleicht ist diese Krise dann auf einmal keine Krise mehr. Denn wir haben einen großen Gott und der ist gut. Und dem können wir vertrauen und dem können wir gehorchen. Amen. Ich bete. Großer himmlischer Vater, großer Gott, du bist so unglaublich und die Bibel ist so spannend zu sehen, was du tust, wie kreativ du wirst, um deine Kinder zu versorgen. Danke, dass wir wissen dürfen, dir ist nichts zu groß, dir ist nichts zu klein, du kannst alles tun. Wir wollen dich auch hier jetzt bitten für diese Corona-Pandemie, du hast alles in deiner Hand. Du weißt, was gut ist. Und ich bitte dich, leg du deine schützende Hand über uns und sorg du dafür, dass Menschen dich finden, gerade in dieser Zeit. Du bist es, was wirklich zählt und nichts anderes. Gott, ich will dir danken, dass es stimmt, du bist absolut gut. Es gibt keine Person im Himmel und auf Erden, im ganzen Universum, die es mehr wert ist, dass man ihr komplett vorbehaltlos vertrauen kann. Alles, was du tust, ist gut. Danke Gott, dass es niemand gibt, der es mehr wert ist, dass man ihm auch vorbehaltlos gehorchen kann. Herr, gebrauche mich, gebrauch du uns. Und Gott, du weißt, wir sind in dieser seltsamen Zeit alle so ein bisschen verwirrt und wissen nicht so richtig, wem kann man glauben und wie wird das alles weitergehen. Wir sind unsicher. Herr, schenk du uns doch, dass wir nicht in Sorgen ersticken, sondern unser Vertrauen auf dich richten können. Dass wir nicht auf uns gucken, sondern auf dich, auf das, was du möchtest. Herr, sei du das Licht, das uns Perspektive gibt, wo wir wissen dürfen, bei dir ist immer Hoffnung. Bei dir geht es immer weiter. Amen. Und weil Gott dieses Licht ist, der Stern, auf den wir schauen können, lasst uns dieses alte Bekenntnislied singen, alter Text, aber saugut. Stern, auf den ich schaue. Thank you.
Dank, Marc, für deine Predigt. Ich denke, da war einiges dabei, was zum Nachdenken anregt, was ja, man sich selber vielleicht mal nochmal Revue passieren lassen kann. Nutzen wir die Zeit, tun wir es. Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Ich vermute mal, eure Kaffeetasse sind leer und das Sonntagsbraten im Ofen fängt langsam auch an abzulenken. Wenn du möchtest, dann können wir nächste Woche nochmal genauso Gottesdienst feiern. Sei doch einfach dabei. Schau auf unserer Homepage nach, der Link wird unten in der Infobox stehen, um Aktuelles mitzubekommen, um Wissenswertes mitzubekommen. Und da werden auch alle Gottesdienste drauf verlinkt. Jetzt liegt es an uns, das Heutige aus der Predigt einfach praktisch werden zu lassen. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Der Marc wird uns jetzt noch das Segen sprechen. Ich wünsche euch einen schönen und entspannten Sonntag. Genießt es. Tschüss und auf Wiedersehen. Auch jetzt gilt, man darf gerne aufstehen, auch vom Sofa. Es segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der alle Dinge in seiner guten Hand hält, der Vater, der die ganze Welt geschaffen hat, dem nichts zu groß und nichts zu klein ist, der Sohn, der am Kreuz gestorben ist, damit du leben kannst, und der Heilige Geist, der in dir wohnen möchte, der dir zeigen möchte, was will Gott von dir. So segne und behüte euch Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Gerne bis nächste Woche.